Gegen 22 Uhr wird die Feuerwehr Castrop-Rauxel hier zu dem ansässigen Industriebetrieb im Ortsteil Merklinde alarmiert. Dort hat es in einem Maschinenteil eine Rauchentwicklung und einen Brand gegeben. Durch die Mitarbeiter des Betriebes und die Betriebsfeuerwehr wurde dieser Brand mit Pulverlöschern schon eingedämmt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Castrop-Rauxel wurde dann Nachlöscharbeiten und Kontrollen durchgeführt. 9 Mitarbeiter des Betriebes haben Rauchgase und Pulverdämpfe eingeatmet und wurden vorsorglich in die Krankenhäuser gebracht. An Einsatzkräften ist die hauptamtliche Wache, der Löschzug Merklinde und der Löschzug Castrop vor Ort. Gesamtzahl der Einsatzkräfte dürfte sich um die 40 bewegen. Durch die Leitstelle wurde das sogenannte Stichwort MANF 1 ausgelöst, ein Massenanfall von Verletzten, weil natürlich in jeder Stadt nicht so viele Rettungswagen und Notärzte vorhanden sind, um 8 bis 10 Patienten zeitgleich zu versorgen. Die Einsatzstelle wird in wenigen Minuten für uns erledigt sein, sobald die Patienten mit den RTWs aus den umliegenden Städten, aus Dortmund, Herne, Bochum, Herten, Oer-Erkenschwick, Datteln, in die Krankenhäuser gebracht sind.